Moin! Herzlich willkommen hier zurück zur Sonntagvormittagsausgabe Let's Play L17 Nordfriesische Marsch, FIFA Map 1.9 ohne Gräben. Ja. Was machen wir? Wir haben gerade eine neue Aufnahmesession gestartet. Das heißt, wir müssen erstmal eben hier alle unsere Fahrzeuge wieder an den Start bringen. Okay, um die kümmern wir uns später. Und die hier sind auch fertig. Das heißt, hier müssen wir uns dann gleich mal überlegen, wo wir die hin umsetzen. Der ist auch fertig. Sehr schön. Der ist noch nicht fertig. Der ist auf Feld 15 am Dreschen. Aber ich muss ihm hier übrigens... Ja, ich muss mal zusehen, dass ich eine neue Cosplay-Version ziehe, weil es ist auch ein bisschen nervig, dass ein paar Einstellungen einfach nicht gespeichert werden. Wie zum Beispiel, auf welchem Feld er suchen soll. Und ob er den ersten Punkt gerade anfahren soll. Ist ein bisschen schade, aber... So, jetzt müssen wir überall nochmal durchsteppen. Ne, der ist auch fertig. Das heißt, mit dem hier werden wir jetzt auf Feld 4 wechseln. Von dem hier sind ja auch die beiden Abfahrer, die, wenn hier zwei Abfahrer, dann wechseln wir nicht auf Feld 4, sondern wir wechseln auf Feld 41, unten auf der Insel. Ah, ruckelt ab und zu mal ein bisschen. Ja, ich habe jetzt endlich rausgefunden, wie ich hier mir die Framezahl anzeigen lassen kann. Oh, 45 Frames ist okay. Da kann ich mitleben. Ja, nee, machen wir erstmal weiter mit Raps. Ja, ja, ist ein weiter Weg. Was hier, ob hier wohl noch eine neue Produktion hinkommt? Und wenn ja, was? Ups. Mal schauen. So, dann wollen wir mal gucken. Feld 41.
Das wollen wir eben speichern. Und Fahrer einstellen. Eben gucken, wo meine anderen alle sind. So, den brauchen wir auch nicht mehr. Muss nur eben sehen, wo ich den überall hinbringen soll. Guck mal, hier oben haben wir alles abgeerntet. Also ich kann im Prinzip Richtung Hof zurückfahren. Weil ich habe ja nur noch Feld 3 und Feld 4. Und Feld 13. Ja, dann mache ich jetzt mal eine lange Kolonne fertig. Die stehen ja schon in Reihe und Glied. Das ist ja sehr praktisch. So. Das ist der andere Drescher, der auf dem Feld stand. Noch gar nicht. Ja. Eine große Karawane bauen wir hier. Nein, 20 Meter ist vielleicht ein bisschen wenig. 30 Meter. So. Und ab in den nächsten. Das sollte doch jetzt passen. Riesenkarawane. Ja, so viel ist es dann ja auch gar nicht mehr mit der Ernte. Ich will hier nicht zu schnell fahren, sondern ich möchte, dass alle hinterherkommen. Ugh.
da hinten muss ich rum, ne? So einem Konvoi wäre ja auch schon fast eine Polizeieskorte gerechtfertigt, oder? Guckt's euch an. Ich bin mal klar, es wird stolz sein. Ach, wir können auch mal hier unsere Silage verkaufen, ne? Gebe ich ja zu, das habe ich ja auch noch nie gemacht. Da könnte ich mich eigentlich dann mal drum kümmern, dass das mal automatisiert läuft. Dass wir dann ein bisschen Geld wieder verdienen. Dass wir uns dann für die nächste Ernte, ja, die es auf jeden Fall noch geben wird, dass wir uns da dann noch mal ein paar Felder kaufen können. Hängen die denn alle da oben? Naja. Gibt's da schon einen Kurs für? Wisst ihr das? Feld 13, habe ich das schon mal gedroschen? Oder habe ich das jetzt erst gekauft? Gibt's noch keinen Kurs für. Na denn. So. Feld 13, aktuelle Fahrzeugposition. Drei Vorgewände. Einer auf demselben Kurs. Rechnen. Noch ein Klaas, der seine Aufgabe erledigt hat. Ist ja der Wahnsinn. Das läuft ja hier echt cool. So. Wo war der, der stehen geblieben ist? Der wartet auf den Abfahrer. Wieso hat der keinen Abfahrer? Ne, klar hat der keinen Abfahrer, weil ich noch keinen Abfahrer eingestellt habe. Du bist fertig, oder wie? Okay. Dokuli.
Ja. Kommen die anderen denn mit? Oder die fahren auch alle scheiße? Ja, war klar. Dann stelle ich mich mal hier vorne hin und kümmere mich dann in Ruhe darum. Oh Mann. Ja, wo sind wir denn jetzt? Den fahren wir auf jeden Fall hier gleich als Abfahrer hin. Die hier hängen wir da wieder hinten ran. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage. Ja, würde mich freuen. Und noch mehr freuen würde mich das natürlich, wenn ihr heute Nachmittag zur zweiten Ausgabe hier am Sonntag wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal ciao!